Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Jo, da vorne sind zwei Damen, die ich gerne ausschalten möchte. Ich nur nicht ganz weiß, wie ich das anstelle am besten. Ich hoffe, die bewegt sich nochmal ein paar Meter. Toll, die andere ist jetzt gerade weg. Das lief ja toll. Ich wollte sie beide ausschalten. Ich hoffe, es klappt noch. Na los. Jawohl. Soweit haben wir schon mal. Dann neue Fähigkeit. Oder die andere, besser gesagt. So, mal kurz das Headset verrücken. So. Jo. Geh zurück. Sehr gut. Ich habe sie gesperrt. Ich hoffe, es klappt. Alter, die Blutfliegen, ne? Wieso sind die jetzt tot? Alter, wieso bin ich fast tot? Hey, wollt ihr nicht umbringen? Ich wollte nur würgen. Eine Hexe? Jetzt ist die andere halt auch verreckt, ne? Ein Wolfshund tot. Okay. Wecker, Blutfliegen, Geschichteln. Ja. Das hat super hingehauen. Ihr Scheißviech, ihr Dreckvieh. So. Ja, ein Blutstein. Noch ein Blutstein. Ansonsten ist da nichts. Ja. Verschlossen. Ja, toll. Hat irgendwer von euch zufällig den Schlüssel dafür? Du nicht. Ja, das ist die jetzt verreckt. Ich wollte ihn ja nur würgen. Habe ich die jetzt umgebracht? Das wollte ich nicht. Das wollte ich echt nicht. Ich hoffe jetzt nicht, dass die als Untergebene zählen, sondern als wirklich Gegner, die man, ja, umbringen darf. Brennbar. Mhm. Ui, Blutstein. Ist hier irgendwas von Wert? Ein Lift. Oje, wer bist denn du? Aha, irgendein Zivilist, denke ich mal. Aha, da sind wir lang gestiefelt, ha? Schaut zumindest danach aus, wartet mal. Hier, ne? Was ist denn das Komisches? Wo ist eigentlich dieses Runenfragment? Da drüben pocht eins. Da muss noch irgendwo... Ist vielleicht eins mehr in der Nähe? Na. Irgendwie ist das uns gar nichts, ne? Scheint schon das hier eher gemeint zu sein, aber in die Richtung halt mehr. Aber das war halt in dem einen Stockwerk da oben, ne? Wo diese komischen... Wo die komischen Damen sind. Mal schauen, ob Mamilein hier in der Nähe noch was für uns hat. Bist du allein?
bis auf wenige Verbündete. No. Mami hat da gar nichts. Alter. Wie das ausschaut hier, ne? Niemand sonst sieht mich. Ich bin hier. Und doch nicht hier, wenn du mich rufst. Jo. Dann schauen wir doch mal, oder? Ob das was bringt hier. Ist das alles voll mit diesen Damen? Großartig. Das sind Geisterhunde. Ich helfe dir. Was ist hier los? Das Doofe ist, das zählt jetzt auch als entdeckt, ne? Stehen kommt mir nicht. Komm, schreite nicht. Wow. Keine Ahnung, was mit den Weibern abgeht, ey. Alter. Ist die hin? Ich hab dich schon gesehen. Das ist hier voll krass, ey. Wie sieht, wenn wir da weiter rauffahren? Ich meine Schwestern, wir müssen unsere Herren schützen. Du schon wieder? Na komm, zeig dich. Mhm. Was gefunden? Keine Ahnung, ey, was das hier soll. Ehrlich. Probier mal ganz nach oben zu fahren. Ich habe keine Ahnung, wo wir da jetzt gerade hingeraten sind. Ob das jetzt richtig ist, falsch ist, ich habe keinen Plan. Sucht alles ab. Auf jeden Fall, ich fürchte, ich werde aus meiner Mordserie quasi nicht rauskommen. Jemand geht hier da komisch rum. Niemand hier, glaube ich. Ja. K.A. Ehrlich. Was? K.A. Ich meine, entdeckt wurde ich sowieso schon mehrmals. Das ist eh eigentlich schon wurscht. Essen. Ich mache hier lieber mal zu. So. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt. Jo. Aha, das sind wieder Blutfliegen, ein Haufen. Einen Haufen Fliegenblut. La 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 la. Einen Haufen Fliegenblut. La li la la la. Blutstein. Wusch, wusch. So. Ach ja. Ach ja. Hier scheint auch niemand zu sein. Hui. So, Fenster geht nicht auf, ne? Nein, nein, nein.
Ja, wo denkst du denn hin? Warum sollte es das denn bitte? Ja. Was haben wir da? Magoli. Wald, Plateau. Aha. Das war was wert. Ich hätte die Rune bis hierher. Meter. Wusch, 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 wusch. Weg mit dem Ungeziefer. Kein Blutstein. Doch, Blutstein. Blutstein, Blutstein. Wusch, 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 wusch. Noch ein Blutstein? Yeah! So, da sind ein paar verreckt. Einige sind hier verreckt, nicht nur ein paar. Wecker, ja. Das hier ist aber nicht normal, oder? Knochenfragment, yeah. Okay. Okay. Ja, da oben ist noch einer. Und? Blutstein. Jawohl. Da ist dann jetzt mal Ruhe hier. Na. Alles voll mit diesen Viechern. Warte, gibt es hier getrocknete Blutfliegen oder irgendwas von Wert? Schaut nicht so aus. Dann können wir doch mal beim Stiegenhaus runter. Aber ich denke, speichern wäre auch mal nicht schlecht. Wartet kurz. So, das Ganze hier ist recht mysteriös. Ja. Jui, Blutstein. Was? Was? Hör auf jetzt. Von mir aus. Beeindruckend. Kann ich dir das nicht irgendwie würgen? Interessant. Wow. Wie war das du möglich? Du kriegst das mal, dann muss wohl deine Hand haben. Alter. Die sterben. Die sind ja viel zu stark. Wow, was war das jetzt gerade mit ihren Fingern? Die passen zu verdient die Gabe der Magie nicht. Die habe ich gespeichert? Ich weiß es gar nicht. Jetzt sind da auch noch Gradler. Du, Bestie. Ja, Bestie. Hol mir dein Gerät und du? Lerne diesen Trick selbst. Sind das überhaupt Menschen? Wo hast du das geklaut? Ich meine, es blutet. Hexe tot. Keine Ahnung, ob das jetzt... ja. K.A. Ob das jetzt wirklich Lebewesen sind oder... also wirklich Menschen, ne? Oder ob das... wahrscheinlich schon, ne? Irgendwie mit so dunklen Kräften versehen. Keine Ahnung. So wie wir halt auch eigentlich, ne? Das heißt, ich begehe jetzt eigentlich Mord wieder, ne? Das ist ja ganz schön. Das ist ganz toll. Dann wird das wieder nichts... aus meinem nie jemanden getötet. Ganz ehrlich, ist mir auch schon wurscht. Echt. Ist mir schon wurscht. So, her mit der Rune. Ach du Scheiße, wie ist denn der jetzt schon wieder gestorben?
Verfaulte irgendwas. Sehr gut. Na, ich sollte es lieber nicht aufheben. Ja. Was haben wir da? Roher Wahlknochen. Sehr gut. Weiterer toter Körper, ja. Großartig. Was haben wir da? Oh, die Äpfel scheinen okay zu sein. Hm, yam, yam, yam. Gut. Dann ist unsere liebe Mami wieder dran. Kennst du die Geschichte der Seefahrerin, die im Nebel gefangen war? Sie reist in Glauben über alle Meere. Ich bin wie sie. Aha. Okay. Da oben wäre einmal mit 39 Metern. Mhm. Das scheint ja schon was zu sein, ne, für uns. Mäuschen. Na, Mäuschen? Ja. Braves Mäuschen. Mieps, mieps, mieps. Ein Buchelein. Unsere Naturphilosophen von Kenneth Obenshow. Es gibt für alles ein Heilmittel. Die Frage ist nur, welches Opfer ist es wert? Als Anton Sokolov diese Worte sprach, hatte Crystal gerade mit der schlimmsten Seuche des Jahrhunderts zu kämpfen. Die Hospitäler waren überlastet und unter den Bürgern der Stadt hatte sich Panik breit gemacht. Schlussendlich gelang es Sokolov und Piero Joplin, ich denke so, ne? Ein Gegenmittel zu finden. Doch dieses Mittel hatte einen schrecklichen Preis. Für seine Suche danach brauchte Sokolov infizierte Menschen, denen experimentelle Serien verabreicht wurden, um die Reaktionen zu beobachten. Die Seuche war schon grausam genug, doch diese Serien riefen völlig neue Symptome hervor. Bei einem Patienten wurde das Blut hart wie Stein, bei einem anderen lösten sich auf einmal die Knochen auf. Die grauenhaften Schreie, so hieß es, konnten einen in den Wahnsinn treiben. Doch trotz all dem gab es laut Sokolov Fortschritte. Unglücklicherweise reichte es nicht aus, nur die Kranken diesen Test zu unterziehen. Aus Gründen, die wohl nur ein Naturphilosoph verstehen konnte, war es zusätzlich unerlässlich, diese Serien auch gesunden Menschen zu injizieren. Bürger, die wegen geringfügiger Vergehen im Gefängnis saßen, wurden in Zellen gesperrt und bekamen Sokolovs experimentelle Serien verabreicht. Die meisten dieser eigentlich gesunden Menschen ließen bei diesen Experimenten ihr Leben. Offiziell waren sie alle der Seuche zum Opfer gefallen. Sie wurden geopfert, um ein Heilmittel zu finden und landeten schließlich im Massengräbern. Mhm. Scheißlich. Ja, die Medizin, ne? Ich will das nicht benutzen, das Fenster. Da kommen sicher all diese Gratlerweiber rein. Hm? Was ist er da? Also Kerze, ne? Mäuschen, Mäuschen, lalila. Hm, Äpfel. Jo, das fresse ich auch gleich mal weg. Eine Schreibmaschine. Da ist eine getrocknete Fliegeblut. Also der hat sich recht nah dran gesetzt, ne? Da haben wir noch eine Banane. Ja. Ja. So, noch irgendwas. Da haben wir ein paar Feigen. Die brauche ich momentan nicht. Silberei. Das nehmen wir auch gern mit. Ist ja immerhin was wert, ne? Kerzen, Kerzen. Mehr ist es nicht. Mehr gibt es hier nicht. Nein, nicht. Nein. Na, ein bisschen was zu essen noch. Das lasse ich lieber für den Fall, dass wir nochmal hier vorbeikommen sollten. Schwer verletzt. Mhm. Okay, ich glaube, das ist wieder speicherungswürdig. So, wie kommen wir jetzt einen Stock höher?
Ich nehme an, über das Stiegenhaus. So. Das sind große Fische. Und das sind große Eulen. Die stehen auf große Viecher. Ein Schlüssel ist erforderlich. War so klar hier. Wo müssen wir denn zuerst hin? Zuerst darüber, ne? Boah, ey. Das heißt, zuerst da rein, wenn es möglich ist, ne? Dieses Zeug da holen. Es ist echt schlimm bewacht hier. Kann man da rein? Nö, geht da. Hä? Wie soll denn das gehen? Ah, von da hinten kann, könnte man irgendwie... Da muss es doch eine Tür geben. Ach so, die ist versperrt gewesen. Ich weiß schon, die da. Das heißt, wir brauchen ein Schlüsselchen. Das ist wieder super. Ich traue mich auch gerade nicht, die Scheibe einzuschlagen. Ganz ehrlich gesagt. Leise Scheiben einschlagen ist auch nicht drin, ne? Wahrscheinlich. Was könnten wir denn, apropos, was könnten wir denn eigentlich schon wieder für Fähigkeiten lernen? Beziehungsweise, was haben wir denn da? Ach du Heilige. Ah, ja, da haben wir viel zu tun. Ach du Heilige. Haben wir das überhaupt schon geschafft? Ich hoffe doch. Erkenntnisse, jawohl. Audiographen haben wir einen nur bisher. Ja, so. Und eine neue Karte, ne? Hier. Na fein. Missionen. Ja, Alter. Missionshinweise. Ach du liebes bisschen. Wir haben 5 Runen. Was kann das? Ausrichtung und Sichtfelder deiner Gegner an. Du kannst sie auf diese Weise sogar durch Wände hindurchsehen und so wichtige Informationen erlangen, um aus dem Hinterhalt anzugreifen oder durch ein Gebiet zu schleichen. Darüber hinaus werden selbstverursachte Geräusche sichtbar gemacht, was dir hilft, heimlich vorzugehen und zu erfassen, was Gegner wahrnehmen. Aha. Okay. So. Was haben wir dann hier? Schattengang. Beim Schattengang nimmt deine Sichtbarkeit ab, wodurch Gegner dich schwerer entdecken können. Aber komm ihnen nicht zu nah, da ein wandelnder Schatten Verdacht erregt. In diesem Zustand hast du außerdem die Möglichkeit, einen einzigen Gegner zu ermorden oder außer Gefecht zu setzen, bevor du zu einer körperlichen Gewalt, Gestalt zurückkehrst. Und da? Mesmerisieren. Beschwöre einen Geist, der Menschen oder Hunde betört. Ah, das ist aber nicht schlecht. Da brauche ich noch einen. Erzeugt ein Wesen aus dem Nichts, das zwei Menschen oder Hunde verzaubert und danach ihr Kurzzeitgedächtnis löscht. Nur Mesmerisierte können das beschworene Wesen sehen. Verbündete, die ihr seltsames Verhalten bemerken, gehen davon aus, dass sich Gegner in der Nähe befinden. Mesmerisieren wirkt sich immer auf das nächste lebende Ziel aus. Nutze die Kraft, um eine Gegnergruppe zu umgehen, die nicht mitbekommt, was um sie herum geschieht. Oder setze sie im Kampf ein, um davon verzauberte Gegner anfälliger
für deine Angriffe zu machen. Spare ich vielleicht auf das hier, das hört sich gar nicht so deppert an. Brauchen wir eh noch mehr einen Knochen, Dingsbums. Eine Rune. So. Was haben wir denn hier? Runenmäßig. Mäßig. Warte, den will ich vielleicht behalten. Dann. So, nehmen wir das da mal. Was hätten wir denn da? Nein. Nein. Ja, nein. Rattenschwärme. Was? Rattenschwärme halten mehr weiße Ratten. Schön. Schweine-Doppelgänger, bis das mehr Gesundheit, Klettergeschwindigkeit. Ach so. Das ist aber ein schlecht. Leichenbestatter. Was haben wir da noch hier? Nein. Naja, dann lassen wir es mal so, wie es ist. Zack, 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 zack. Na, weg da. Aus, zack, weg. So. Na, großartig. Wer könnte denn den Schlüssel haben? Echt? Jetzt? Dann Schlüssel suchen. Wo auch immer er ist. Dreck. Von wo hat mich jetzt... Wer hat mich denn jetzt gesehen? Das gibt's ja nicht. So, was haben wir da? Schaut okay aus. Nervös. Sehe schon Dinge im Schatten. Höre sie im Wind. Was bist denn du? Was ist denn das für Wurzel? Na, lieber nicht. Aha. Ist jetzt kaputt? Ich hoffe doch. So, wo könnt ihr... Wo ist das Teil jetzt? Da, nochmal oben. Okay, Mist, ey. So, was haben wir da? Nix, ne? Alter, das ist groß hier. Sollen wir die jetzt auch wegtun? Au. So, die ist auch erledigt. Passt. So, na. Nach unten geht's. Aber ich will nicht nach unten, ich muss nach oben. Herrschaftszeiten. Und der Part ist auch schon wieder zu Ende. Waren wir hier nicht schon? Hier waren wir schon, oder? Nein, hier waren wir noch nicht. Hier wird nämlich schon brav gekocht. Hier waren wir noch nicht. Meine Güte, ist das groß hier. Alter Schwede. Ah, von denen haben wir genug. Warte, dann setze ich eine ein. So. Roher Walknochen nehmen wir auch gerne mit. Die werden für Suppen verwendet, auch. Als Suppenknochen? Echt jetzt? Kopfsalat. Jam, jam, jam. So.
Aber hier waren wir doch schon, oder? Sicher, da waren wir schon. Wir waren nur nicht in diesem Raum hier. Okay. Na, großartig. Bin ich voll im Kreis. Und so. Im Kreis gelaufen. Was gibt es Schöneres? Bin ich jetzt höher? Nein. So, mal sauber verstecken. Ich glaube, hier können wir unbesorgt speichern. Na gut, ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ja, viel haben wir nicht erreicht, aber ich hoffe, im nächsten Part geht's besser. Na gut, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!